Ja, da hinten ist Wasser, aber das ist wahrscheinlich zu weit weg, ne? Baue ich euch da noch? Will ja nicht so sein. Jetzt wird's mal kurz stressig hier. Diplodocus, der hat auch so einen langen Hals. Also ich bin eigentlich dafür, die Langhälse alle da hinten in das große Gehege zu machen. Bin gespannt, wie Wissen lange es ist für unseren Job unerlässlich. Dank des Genoms, das Sie beschafft haben, können wir unseren Weg weiter verfolgen. Gut, dass Sie vorangehen. Bin gespannt, wie lange die sich mit den Trakus hat. Wenn die Trakus hier überhaupt gar kein Land sehen, dann verkaufe ich die halt, ne? So ein Ding ist das. Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Darum weiß ich, dass Sie für den Auftrag geeignet sind. Wer hätte nicht gern mehr von, naja, allem. Aber Geld ist ein guter Anfang. Sorgen Sie dafür, dass sich dieser Auftrag auszahlt. Verstehen Sie? Auszahlt. Aha, witzig. Ja, was ich am Anfang nicht bedacht habe, ist zum Beispiel, dass wenn man die hier updatet, dass das alles auch nochmal Strom kostet. Ich hoffe, das reicht nachher. Oh Gott. Oh Gott, nein. Welcher Zaun? Alter, was macht er denn auch? Was ist denn mit diesen... Kommt auf die Liste. Was ist denn mit diesen Trakus los? Okay, da kommt jetzt auf jeden Fall ein Stromzaun hin. Jetzt reicht's mir hier. Muss ich den einfach upgraden oder muss ich jetzt... Muss ich das alles abreißen oder kann ich den einfach irgendwie... Und tatsächlich abreißen. Alter! Rako! Kein Problem. Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Die haben halt gar keinen Bock, ne? So wirklich überhaupt gar keinen Bock.
Vielleicht hat sich ja nach und nach umwurschteln. Das ist ja ein Traum. Oh, nein, hier. Nochmal, aber ich habe es jetzt nicht gesehen, wie es gehen soll. Ich glaube, das macht dann ja auch die Spannung aus, ne? Ja, an den Zaun an sich noch nicht mal anvisieren. Kann ich nicht. Na-a. Und wenn ich halt drüber gehe. Mal. Oh doch. Oh. Jetzt geht's. Nee, geht nicht. Seht ihr, ich muss doch immer einen neuen bauen. Hat keinen Sinn. Nee. Kann ich leider nicht. Problem ist jetzt auch, dass ich den anderen gerade halt nur gesagt habe, ja, betäubt die mal. Hab den aber nicht gesagt, bringt die mal irgendwo hin. Das heißt, die liegen da jetzt wahrscheinlich noch irgendwo, ne? Draco ist noch hier dran. Oh Gott, was ein Stress. Holy moly. So. Transportiert. Ich muss jetzt mehr ziehen. Dann ist das alles quasi. Musst du bei Ersetzen von aus auf eingehen. Ah. Ah. Guck mal. Danke. Ich weiß nicht, ob das alles ist. Man sieht es halt so schwer. Ja, dann muss ich das hier trotzdem aber noch reparieren lassen, ne? Unterwegs.
In meinem Bettchen. Gute Nacht, Basti. Schlaf schön. Und danke fürs Vorbeigucken. So. Ersetzen an. Wird ja gleich spaßig, ey. Hier überall den Strom mit dran zu bringen. Aber wenn da so ein Pronto nachher ausbricht, dann wird's halt richtig ungeil, ne? Ja, die hier haben Strom. Ich habe jetzt alles, aber es sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Gut. Wir haben hier ein Umspannwerk. Aber ich würde mal von da hinten losgehen. Wir haben ja hier ein neues Ding hingesetzt. Da. Hier an. So eine leichte Befürchtung, dass ich das hier alles ein bisschen sehr knapp geworden habe. Muss der ganze Zaun Umspannwerk sein? Ich check das gerade noch nicht so ganz. Das ist ja Quatsch. So. Und so. Okay, hier fehlt dann wieder ein Umspann. Oh, nein, rückgängig. Muss ich da überall so ein Ding hin zimmern. Thank you.
Aber das hat ja jetzt auch keinen Strom. Wieso hat das keinen Strom? Weil wahrscheinlich das hier leer ist, oder? Ne, warte mal, das ist ja der... Wo hab ich denn das Werk hingestellt? Da. Okay, das ist leer. Hab ich noch gar nichts hingestellt? Ich dachte, ich hätte hier auch noch eins hingestellt. Danke für Ihre Hilfe im Unterhaltungssektor. Ja, ja, kein Problem. Ist natürlich super aufwendig, hier die alle unter Strom zu setzen. Dieser neue Auftrag wurde praktisch für eine Person mit Ihren Talenten gemacht. Das war nett, Dankeschön. Die Frage, ob wir vielleicht hier dann auch nochmal einen Stromwerk brauchen. Muss auch los. Morgen früh geht's wieder raus. Bis morgen, Mofonis. Schlaf schön und morgen einen halbwegs unstressigen Arbeitstag. Wünsche ich dir. Danke fürs dabei sein. Ich werde sehr gut auf deinen Triceratops aufpassen. So. So. Baut ja noch dahin. Hm? Ich mal was? So, dann müsste jetzt nach Adam Riese hier gleich Strom mit ranlaufen. Bitte. Ja, das hier ist noch alles ohne Strom. Das. Okay. Das ist ja aber auch richtig so. Umspannwerk bauen. Aha. Ach, witzig. So, mal ganz kurz hier ein bisschen terraformen. Das passt. Das hier machen wir nochmal weg.
Nur ein bisschen eng gebaut. Sehr eng. Die Frage, was passiert, wenn wir das da reinstellen? Machen die uns das kaputt? Ich befürchte es fast. So. Wir sind ohne Strom. Machen wir das an. Das passiert jetzt schon wieder. Ja, wie ist sie denn jetzt schon wieder rausgekommen? Auf damit! Geborgenheit. Sie fühlt sich halt null geborgen. Warum fühlen die sich nicht geborgen? Was fehlt denn dann? Ja, ich mache euch ja schon neue Freunde. Ihr müsst noch Momenten aushalten. Alter. Sind aber auch stressig, die beiden, ey. So, jetzt haben wir hier überall Strom. Ich kann, glaube ich, noch kein Dings machen. 64. Hat noch nicht genügend. Ja, ich muss mal ganz kurz. Muss mal schnell wohin. Bin gleich wieder da. Alarm. Danny und Daisy
Also da hinten war es ihnen zu überfüllt. Hier fühlen sie sich einsam. Die wissen halt auch nicht, was sie wollen, ne? Wirklich nicht. Und warum können die dagegen laufen, wenn da Strom dran ist? Hat gar keinen Sinn. So gar nicht. So, dann forschen wir hier schnell, beziehungsweise gucken, dass wir das hier hinkriegen. Ui. Das machen Lauchweh und Pyro da hinten. Leben die Dinos noch? Oh, die Dinos leben noch. Oh, hat die Vorherrschaft wieder. Lauchweh hat gar keinen Bock auf die Kleinen. Überhaupt nicht. Oha, jetzt geht's wieder los. Niedrige was? Sie müssen sich um ihre Dinos kümmern. Ihre Gesundheit ist lebenswichtig. Moment, ich muss sie erst den Kampf mit angucken. Immer noch König, ja. Pyro in Panik und er rennt wieder weg. Das war's dann. Oh, da ist er wieder. Die neue alte Königin, die eigentliche Königin. Aber wie du es immer wieder versuchst, Pyro, ne? Immer und immer wieder. So, irgendeins meiner Tiere ist krank und nicht glücklich. Wer eigentlich? Oh. Marco. Ich rate Ihnen, Ihre Tiere stets ausreichend zu füttern. Vor allem in Situationen wie diesen. Marco, können wir dich irgendwie wach machen? Kann ich den irgendwie wieder wecken? Und verhungern. Wie wecke ich den denn? Es geht nur betäuben, aber wecken geht nicht. Können die Ranger da irgendwas machen? Gar nicht mehr auf von seiner Betäubung. Ja, super high. Ach, Menno. Also ich gucke mir das noch so ein bisschen an. Dann überlege ich mir mal da, ob ich aus Spaß einen T-Rex mit reinsetze bei euch. Ich glaube, das könnte witzig werden. Das Problem ist, dass die Ranger bis hierhin halt echt lange brauchen, ne? Andererseits kann ich die halt überhaupt... Das Unvermeidbare ist also eingetreten. Wo Leben war, ist tot. Wer ist denn jetzt tot? Sie müssen sich jetzt fragen, ob man das nicht hätte vermeiden können. Wer ist denn jetzt tot? Die Antwort? Natürlich nicht. Ducky ist tot. Warum ist Ducky denn tot? Der Tod kommt immer. Aber hätten sie ihn hinauszögern können? Das ist eine andere Geschichte. Oh nein. Unser erster toter Dino.
gerade sagen, weil fressen und so ist doch eigentlich ganz okay. Ich kümmere mich um Futterstation. Kann ich den vielleicht? Produkt muss eingesammelt werden. Ja, ich wollte gerade sagen, kann ich den zu euch werfen? Ja, ich kann ihn nur entfernen. Ich hätte ihn auch zu euch reingeworfen.